Ja, Obacht! Auch am 18. Juli, Sonntag, der 18. Juli, heißt es wieder, ja, Obacht! Ja, passend zum Witz habe ich mal so ein Westernhemd angezogen, habe heute Morgen auch schon den Lauf geölt. Und es gibt wieder einen Sonntagskracher vom Olli. Diesmal wieder der Umgebung geschuldet einen Zwölfender. Der badischen Schwarzwald-Sonderklasse. Na, es gibt vielleicht einen kurzen Doppelkracher. Das will an der Stelle nicht unerwähnt bleiben. Weiß nicht, wer mir den geschickt hat. Als Foto fand ich mega. Im Saloon stehen zwei Cowboys nebeneinander, sagt der eine zum anderen, man nennt mich auch die schnellste Hand im Wilden Westen. Da sagt der andere, sorry, ich stehe auf Mädels. Da war für mich, wo das Bild sehr, war für mich schon wieder fertig. Man nennt mich die schnellste Hand im Wilden Westen. Sorry, ich stehe auf Mädels. Das Bild kriegst du nicht mehr aus dem Kopf. Und dann möchte ich mich bedanken bei meinem Bruder Mick, der in Lübeck lebt. Der hat mir auch vor kurzem mal am Telefon erzählt. Und der hat so hinterher, der hat so einen Nachbrenner gehabt. Treffen sich zwei Kumpel, sagt der eine zum anderen, sag mal, stimmt das, deine Mutter klaut beim Kick? Dann sagt er ja, dann sagt der andere, ja, warum macht sie das? Dann sagt er, weil es da so schön günstig ist. Die klaut beim Kick, weil es so schön günstig ist. Ja, wenn so, sorry, Hüsterle. Ach, wenn so in der Sonntag startet, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Und deshalb wünsche ich euch, wie immer, es ist ja schon wirklich ein Ritual, ein sonntägliches, ein donnerstägliches Ritual. Und das meine ich nicht nur so, das meine ich so, wenn ich sage, andersrum, das ist nicht so einfach dahingesagt. Bleibe gesund, verliere niemals Humor. Das ist für mich, wer meine Geschichte kennt, weiß, wie wichtig das ist. Denn sonst wird es wieder ernst und am anderen Ende war der Olli. Und für die Cowboys da draußen, ölet euch den Lauf.